Hi zusammen, ich möchte euch gerne zeigen, wie ich diese kleinen Bastelgoodies für meinen Workshop To-Go Papierblüten gebastelt habe. Ich finde, die sind voll süß und die sind hübsch geworden und ich wollte euch zeigen, wie ich das gebastelt habe. Ich habe lange experimentiert und ausprobiert, bis ich halt mit den richtigen Maßen gekommen bin und das zeige ich euch. In dem Bastelpakete für den Wallchip habt ihr die kleinen Teile noch dazu für die Deko gehabt. Und noch ein Stückchen Farbkarton. Das hat die Maßen 11 cm mal 8,4 cm. Und das werden wir jetzt mit dem Papierschneider falzen. Und zwar entlang die beiden Seiten der Längsseite. Also bei 2,2 mm. Und falzen, also 2,2 mm. Anlegen und falzen. Ich kann ein bisschen hier, genau. Dann um 90 Grad das Papier drehen und dann wieder hier bei 2,2 mm falzen. Und dann nochmal bei 4,4 mm. Ich drehe das immer halt, ich mache immer kleine Maßangaben hier an die rechte Seite, aber natürlich konnte man hier erstmal 2,2. Und dann weiterschieben bei 4,4. Und das war alles für die Papierschneider. Dann mit der Falz waren die Faltlinien falten. Und das ist der Grundgerüst. Dann brauchen wir die Schere und die Klebelasche zu schneiden. Schneide immer halt geradeaus bei den Rechtecken bis zur Falzlinie. Und dann in der kleinen Vierecke schneide ich so schräg aus. So ein kleines Dreieck. Rausschneiden aus dem Quadrat. Und das machen wir auf beide Seiten, also so soll dann das aussehen und das wird dann so zusammen geklebt. Und das ist halt der Grundgerüst für unsere kleine Hase. Als nächstes schneiden wir hier in den großen Rechtecken schneiden wir einen Dreieck. Mache ich am besten so, dass ich die Box irgendwie zusammenfalte und dann mit der Schere so ein bisschen an diese Kante angelegt und dann so diagonal schneide. Das ist nicht, es kann sein, dass beide Seiten nicht genau aussehen, nachdem ich das so gemacht habe, aber das wird uns einfach helfen, den weiteren Schritt zu machen. Ist, dass ich das hier nach hinten falte. Moment. Und so gefaltet kann ich das in meinen
in meine Handstanzen reinführen und hier, also hier beachten, dass dieser gefaltete Teil nach oben ist, so dass wenn ihr es rausnehmt, nicht hier an der Stanze hängen bleibt. Deswegen einfach, damit es besser klappt, ist das Papier gefaltet, nach außen bringen und dann umdrehen und hier das Papier in diesen ja, Ausballung mittig also mittig platzieren bis zum Anschlag. Und dann austanzen. Ich schaue immer, dass hier zum Beispiel hier ist ein bisschen in der Mitte und hier auch. Es sieht gut aus, glaube ich. Und dann einfach festdrücken und dann ist ausgestanzt. Hätten wir diesen Diagonal nicht geschnitten, wäre hier einfach viel zu viel Papier und dann konnte man das nicht so gut austanzen und deswegen haben wir das gemacht. Ich habe hier die herzlich bestickte Stanzen noch benutzt und diese Bordüren für die Deko genommen. Das ist halt natürlich extra, muss nicht unbedingt sein, aber ich fand es sah schön aus und das platziere ich hier so ganz minimal im Rand und stanze durch die Stanzmaschine. Wir brauchen hier unsere große Stanzmaschine, damit es hier alles reinpasst. Und ich habe mir die Stanze mit einem Stückchen Washi-Tape geklebt. Und wie gesagt, das ist nur weniger als 1 mm entfernt von dem Rand, weil ich will die Größe behalten. Ich will einfach nur die Bordüre, halt diese Deko austanzen. So ist dann fertig ausgestanzt. Und jetzt haben wir eine schöne Dekokante für unsere kleine Hasse. Das wird dann hier noch mit Designerpapier dekoriert. Und diese, also die Lasche, diese Lasche hier, der wird einfach gefaltet, so dass der kleine Hase sich nicht bewegt. Meine Hasen auf jeden Fall haben sie sich immer nach vorne geneigt und haben diese Wand etwas geküsst. Und das möchte ich nicht haben, deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich mache hier eine kleine Falzlinie und lasse meine Hasen nicht gegen die Wand stoßen. Also, Papierschneider und bei circa 5 mm dann das anlegen und dann falzen. Und falten. Und dann wird so zusammengeklebt, dass diese Lasche nach innen geht. Und die schöne Dekokante halt nach außen geht. Hier kann man machen, wie man möchte. Ich habe an dieser Seite dann einfach ein Teil abgeschnitten. So auch ungefähr 5 mm abgeschnitten. Und so kann ich das hier in der Außenseite verstecken. Mit meiner anderen Lasche. Und zuletzt
Wenn das alles zusammengebastelt ist, kann man das nochmal mit der Schere so an diesen Teil anlegen und so richten, dass man diese Ecke trifft. Also ich habe es nicht gemessen, ich habe nur so gemacht und das gleiche hier. Richte meine Schere einfach so an diesen Punkt und schneide so, dass es mir, ja, ich denke, das sieht gut aus. Und dann kommt unsere Hasse hier rein. Die Deko hier innen mit dem Designerpapier einfach schneiden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten mit den ganzen Motiven aus dem Designerpapier. Also ich habe hier bei 3,8 cm. Ups. Bei 3,8 cm schneiden und dann ungefähr bei 6,8 cm. Das muss man eventuell noch anpassen, die Länge, aber so ungefähr. Und dann muss man auch einen Streifen schneiden, die ist 1,5 cm mal 9 cm. Ich glaube, ich muss das noch schneiden. Aber dieses Stück Designerpapier führen wir wieder halt in der Maschine, in der Handstanze ein und dann hier ausstanzen. Das ist ausgestanzt. Jetzt ist ausgestanzt. Das wird dann hier befestigt. Man muss halt diese Größe anpassen. Ich muss ja 2, 3 mm abschneiden. Und das wird hier dann befestigt. Richte mich an diesen Form hier oben. Das ist das Wichtige. Und dann einfach hier, wie gesagt, diese Lasche bleibt innen und die schöne Lasche bleibt außen. So, schneiden wir bei 1,5, glaube ich, 1,5 ungefähr eine Streife und das also 9 cm lang oder also mindestens 9 cm und das wird dann abgekürzt. Also erstmal zusammenkleben. So, und erstmal zusammenkleben. Eins nach dem anderen, nicht alles gleichzeitig, dann funktioniert besser. Also die Innenlasche hier, so mit diesem Rand anrichten. Dann kommt diese. Die geht nach außen. Ich habe hier nochmal das genommen, ohne zu drucken, um nur
die Kleber zu verteilen. Und hier zusammendrücken. Und dann das gleiche hier. Hier will ich, wie gesagt, diese Lasche verstecken. Dann mache ich mache immer so, dass ich Kleber in der kleineren Papier mache. So habe ich nicht so viel Kleber danach. Zusammendrücken, zusammen festhalten und dann nochmal. Und hier nochmal mit dieser Kante einrichten. So. Und natürlich auch mit dieser Kante. So ist unser Nest fertig. Es fehlt noch die Deko. Und das habe ich nicht gemessen. Genau, ich lege einfach den Papier hier am Anfang und markiere mir die Faltlinien oder die Faltkanten sozusagen so. Und mir ist klar, es wird was übrig bleiben, aber das schneiden wir ab. Nachdem ich das gemacht habe, dann lege ich das Papier zusammen, so dass es gerade ist, wenn ich das falte. Und das gleiche an die andere Seite. Also ich sehe, dass die aufeinander gerade liegen und falte das noch. Und dann kann ich das hier an eine kleine Verpackung anbringen. Ich mache hier Kleber überall. Ich mache nicht bis zum Ende, weil ich weiß, das wird ja übrig sein. Aber am Anfang schon. So hier. So und so. Hier einrichten, dass es gerade ist, zumindest mit meinen Deko-Elemente. Und hier den übrigen Teil einfach abschneiden. Die kleine Hase wird dann hier reingesteckt. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach Dimensionals benutzt, damit der sich nicht bewegt, also nicht rausfliegt aus dem Nest sozusagen. Und so. Danach wird man mit den vorhandenen Deko-Elemente und ein Stückchen Geschenkband, das war in den Bastelkit inklusive, das kommt hier durch. Hier den Grußstempel, da habe ich von den Herrliche Hortensien-Set, da gibt es viele verschiedene kleine, also drei verschiedene Sprüche, die halt da in diesem kleinen Etikett passen wurden. Ich habe diesen für dich genommen, mit Tinte in Marineblau gestempelt. Und die Etikett dann hier.
So befestigt. Fest ziehen, sodass die Geschenkband ja festgezogen wird, also schön fest ist, und dann eine Schleife binden. So, fertig ist unser Hasenhaus. Wie gesagt, ich habe viel experimentiert. Hier hatte ich noch das so gemacht. Oder man kann ja verschiedene von den Designerpapiere aus diesen ja, aus dieser Packung benutzen. Und so hat man schöne Geschenke oder schöne Mitbringsel oder schöne Kleinigkeiten für die Ostertafel. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.